idealism prevails. Make the world a better place. Und jetzt, Sie verkörpert den neuen Weg mit so viel Elan, so viel Fröhlichkeit, und die ist ansteckend, das weiß ich in den letzten Tagen. Einen großen Applaus für unsere Generalsekretärin Elli Köstinger. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Freunde. Wow. Danke, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr uns so großartig unterstützt. Zum einen hier herinnen, aber natürlich auch da draußen. Die letzten Wochen und Monate waren sehr, sehr intensiv. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ihr uns wirklich getragen habt. Wir sind vor einigen Monaten angetreten, um wirklich zu zeigen, dass wir mehr können. Dass wir mehr können als Volkspartei. Dass wir mehr können als so eine normale Bewegung, wie man es ja oft auch kennt, weil wir nämlich auch glauben, dass es mehr gibt für Österreich und dass wir Österreich wieder an die Spitze zurückbringen. Dafür gilt es aber für uns, die richtigen Weichen zu stellen. Und die richtigen Weichen stellen wir zum einen mit dem neuen Stil, den wir prägen. Und zum Zweiten mit klaren Inhalten und mit klaren Vorstellungen und mit klaren Visionen, wohin wir dieses Land bringen wollen. Und zum Dritten machen wir das mit richtigen Entscheidungen. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Hinter uns liegen wirklich intensive Wochen. Sehr viele von euch waren mit dabei, als wir am 1. Juli unseren Parteitag in Linz veranstaltet haben. Wir haben da zum einen den Sebastian zu unserem Parteiobmann gewählt und wir haben etwas gemacht, was man uns, ich glaube vor allem als Volkspartei, nicht zugetraut hätte. Wir haben diese Partei geöffnet, wir haben sie durchlüftet, wir haben sie wirklich verändert. Und wir haben diesen Sommer auch dazu genutzt, mit unseren Österreich-Gesprächen etwas zu tun, was die Politik zum Teil schon ein bisschen verlernt hat. Wir sind rausgegangen und wir haben einmal als erstes zugehört. Wir haben in einem Tischlereibetrieb gestartet und wir sind weiter in Pflegeanstalten, in Tagesstätten, in Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben die unterschiedlichsten Unternehmen in Österreich besucht. Wir haben mit tausenden Menschen Kontakt gehabt. Über 10.000 haben bei uns mitgearbeitet, auch in den Österreich-Gesprächen. Und wir haben gefragt, was müssen wir für euch tun, damit es euch besser geht? Und das ist unser Anspruch und das war unser Weg hin zu einem Programm, das wir jetzt gemeinsam mit Sebastian Kurz die letzten Wochen über präsentiert haben. Zwei Teile sind schon da. Die Sicherheit und Ordnung kommt noch nächste Woche. Und unser Anspruch für Österreich und das, was wir von euch allen gehört haben, das richtig und wichtig ist zu tun, findet sich jetzt vor und ist unser Anspruch, für den wir dann auch gewählt werden wollen. Wir haben auch ganz klar den Sommer dafür genutzt, unser Team zusammenzustellen. Und ich glaube, da sieht man es schon einmal ganz gut und das war zuvor auch schon ganz eindrucksvoll. Wir haben natürlich auf unsere bewährten und erfahrenen Kräfte gesetzt. Jene, die schon seit Jahren und oft ein bisschen länger darüber hinaus auch Politik machen. Und wir haben aber auch da einen frischen Wind reingebracht. Mit unseren Experten und auch mit Quereinsteigern, die die Volkspartei zu einer echten Partei der Mitte machen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch da auch zur Verfügung stellt. Ja, und wir haben eine Bundesländertour veranstaltet. Ihr habt die eindrucksvollen Bilder da schon gesehen. Und ich sage ganz ehrlich, mir ist in dieser Zeit bewusst geworden, dass wir eigentlich Teil von einem wirklich großen Ganzen sind. Da sind plötzlich Leute bei Veranstaltungen aufgetaucht, die normalerweise eher den Fernseher abschalten, wenn sie Politiker drinnen sehen und sich eher ein bisschen genervt wegdrehen. Und die sind plötzlich bei uns vorne unten gestanden und haben zugehört,
sind zu uns hergekommen, haben mit uns diskutiert, haben gesagt, was es braucht, um zu verändern und was wir tun müssen, damit es ihnen besser geht. Und wir haben plötzlich eine Begeisterung für Politik gespürt, die man sich ganz ehrlich wirklich nur wünschen kann. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir bereit sind, uns zu verändern und dass wir bereit sind, auch Österreich zu verändern. Dass wir nicht mit dem Status quo zufrieden sind, dass wir zuhören und dass wir dann aber natürlich auch versuchen, Österreich zu verbessern und den ehrlichen Anspruch haben, hart zu arbeiten. Und einer... Und einer der wichtigsten Gründe, warum das in den letzten Wochen auch so hervorragend funktioniert hat, sind unsere Funktionärinnen und Funktionäre, sind unsere Ehrenamtlichen, sind unsere Bürgermeister, sind unsere Wahlbeisitzer, sind all jene, die Zettel austragen, die Plakate aufpicken und die tagtäglich für die Volkspartei herstehen und immer wieder auch für uns kämpfen, all die Jahre hindurch. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Es ist großartig, die Generalsekretärin einer solchen Partei zu sein. Und eines ist uns auch gelungen, wo jeder gesagt hat, nein, das geht nicht. Wir haben mittlerweile das größte Team an Unterstützer, das man sich vorstellen kann. Das Team Kurz sitzt da. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz, für eure Telefonaktionen, für eure Morgengeschichten zum Verteilen, Kipferl. Es ist noch finster und grau draußen und furchtbar kalt. Und wir sind Tag und Nacht unterwegs und unterstützen uns. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt uns wirklich groß werden lassen. Danke dafür. Und das Team Kurz steht vor allem auch für diesen Spirit in der Wahlbewegung. Wir wollen etwas Positives und wir glauben daran, dass man auch für etwas gewählt werden kann und nicht immer nur dagegen. Wir sind überzeugt davon, dass es gut ist, auf sich selbst zu schauen, eigene Vorstellungen und Werte zu haben und die anderen eher ein bisschen links oder manchmal auch rechts hinten liegen zu lassen. Und wir sind diejenigen, die den Anspruch haben, selbst das Beste zu geben. Und ich weiß ganz genau, dass diese Auseinandersetzungen, die zum Teil wirklich brutalen Herabwürdigungen, Unterstellungen und manchmal sogar auch Lügen, wirklich etwas sind, das belastet, das sehr, sehr viel Kraft kostet und sehr oft, und das geht uns ganz gleich, ist man natürlich auch versucht, das mit barer Münze dann wieder heimzuzahlen. Aber ich glaube, gerade dieser Zuspruch, den wir erfahren, zeigt, dass die Menschen in Österreich dieses politische System satt haben. Dass sie genug davon haben, dass man immer auf den anderen hinhackt und eigentlich komplett aus dem Auge verliert, worum es eigentlich wirklich geht. Dafür stehen wir nicht. Und natürlich wissen wir, dass Rot-Blau vorbereitet wird, dass es Gespräche im Hintergrund gibt und dass der politische Mitbewerber alles dafür tun wird, einfach wieder ein kamottes Leben zu haben. Dem Machterhalt willen ist in diesem Land schon sehr, sehr viel passiert. Und das ist aber nicht unser Weg. Wir machen es anders. Wir haben einen echten Anspruch, gewählt zu werden. Wir wollen zeigen, dass wir stark genug sind, dass niemand an unserem Reformwillen und an unserem Willen zur Veränderung vorbei kann. Das ist eine klare Absage an neue Steuern, das ist eine klare Absage an Zentralismus und das ist eine klare Absage an den Stillstand, der in diesem Land teilweise herrscht. Wir wollen Österreich dorthin zurückbringen, wo es hingehört. Und das ist die Spitze. Und damit das gelingen kann, werden wir alle gemeinsam unsere Komfortzone verlassen müssen und werden wir alle gemeinsam wirklich was tun müssen. Ich habe das in diesem Jahr einmal schon gemacht, weil einer meiner größten Träume seit vielen, vielen Jahren war es, einmal einen Halbmarathon zu laufen. Wer mich kennt, weiß, dass das eine sehr große Herausforderung war. Und ich habe das aus einem einzigen Grund geschafft. Weil jedes Mal, wenn es noch so kalt und grau und finster war beim Trainieren,
Und wenn die Kilometer noch so in die Viers waren, habe ich mir immer gedacht, wie wird dieser Moment sein, wenn ich dann dort über die Ziellinie laufe und wenn ich es geschafft habe, über 20 Kilometer zu laufen. Das war mein Antrieb und das habe ich immer vor Augen gehabt. Und jetzt mittlerweile, liebe Freunde, laufe ich nicht mehr an halb, sondern wir alle gemeinsam einen ganzen. Wir alle gemeinsam stehen so circa bei Kilometer 30. Das heißt, wir haben schon sehr viel hinter uns. Wir sehen eigentlich auch schon ein bisschen das Ziel auf uns zukommen, aber es ist noch verdammt weit. Jetzt wird es dann wirklich anfangen, steil bergauf gehen. Jetzt kommen Steine, die plötzlich dann auch im Weg liegen und jetzt liegt dort oder da irgendwo Schmutz auf der Straße. Und jetzt wird es wirklich darum gehen, dass wir alle nur mal so richtig Gas geben, die Zähne zusammenbeißen und in den nächsten Wochen wirklich alles dafür mobilisieren und alles dafür tun, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher davon überzeugen, dass Österreich einen Aufbruch braucht, dass es einen Wechsel braucht im System, dass Sebastian Kurz und sein gesamtes Team die Richtigen dafür sind. Und wir können es gemeinsam schaffen. Helft uns dabei. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Empfang. Ihr wisst, ich habe die Woche in New York verbracht. New York ist New York. Die UNO-Generalversammlung ist die Weltbühne. Aber ich muss zugeben, was ich dort erlebt habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was hier heute stattfindet. Vielen Dank, dass ihr alle nach Wien gekommen seid. Es ist eine Riesenehre für mich, dass heute so viele da sind. Es ist eine Riesenehre für mich, dass ich heute vor euch sprechen darf. Ich darf mich ganz herzlich für euer Kommen bedanken, insbesondere bei denen, die am längsten hergefahren sind. Herzlich willkommen an die Tiroler und Vorarlberger. Es ist vorher schon erwähnt worden, dass sogar in Kärnten die Stimmung gut ist. Schön, dass auch der Süden da ist. Herzlich willkommen an Kärnten und an alle Steirer heute. Aus dem Herzen Österreichs, unsere Salzburger und Oberösterreicher, schön, dass ihr da seid. Und, zwar mit der kürzesten Anreise, aber ich glaube, es sind relativ viele, herzlich willkommen alle Burgenländer, Wiener und die Niederösterreicher. Und obwohl der Ort, aus dem meine Familie ursprünglich kommt, nur 150 Einwohner hat, sind sie heute da. Ich sehe ein kleines Schild da oben. Herzlich willkommen an alle aus Zogelsdorf. Ich möchte mich bei allen, die heute hier sind, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, nicht nur, weil viele von euch eine lange Anreise in Kauf genommen haben, stundenlang im Bus, im Zug oder auch im Auto gesessen sind. Ich möchte mich vor allem bei euch heute dafür bedanken, dass ihr mich in den letzten Jahren massiv unterstützt habt. Ich möchte mich bedanken
dass ihr mich in den letzten Monaten getragen habt. Ich möchte mich bedanken beim Bundesparteivorstand, bei allen Landeshauptleuten für den Zusammenhalt und die Unterstützung in den letzten Monaten und vor allem bei euch allen für den Rückhalt, den ihr uns gebt. Vielen, vielen Dank. Liebe Freunde, dass wir alle heute hier in der Stadthalle sind, das hat einen Grund. Wir alle glauben daran, dass echte Veränderung in diesem Land möglich ist. Wir glauben daran, dass ein neuer Stil möglich ist, dass es einen neuen Weg für Österreich gibt und dass das neue Chancen eröffnet. Und liebe Freunde, der 15. Oktober, das ist die Chance für echte Veränderung in unserem Land. Was heute hier mit unserem Auftakt in die entscheidende Phase der letzten drei Wochen geht, das hat vor 132 Tagen seinen Anfang genommen. Damals, als wir in der Volkspartei eine Veränderung vorgenommen haben, als ich die Führung in der Volkspartei übernehmen durfte, mit dem klaren Anspruch, ja, wir wollen uns öffnen, ja, wir wollen mehr werden und ja, wir wollen eine echte Bewegung werden, wo jeder mitmachen kann, der mitmachen möchte. Und damals hat es genauso begonnen, wie es eigentlich immer beginnt. Oder ich möchte fast sagen, wie es in Österreich immer beginnen muss. Mit vielen Zweiflern und Nörglern, mit vielen Kritikern in den Medien, in anderen Parteien, auch manchmal in unserer eigenen Partei. Mit vielen, die uns gesagt haben, das wird nichts, das geht nicht, das kann nicht sein, das darf nicht sein und das soll vor allem auch nicht sein. Und heute, 132 Tage später, stehen wir hier mit 150.000 neuen Unterstützern, die sich uns angeschlossen haben. Mit Zehntausenden Menschen bei den Veranstaltungen in den Bundesländern. Und heute füllen wir die größte Halle des Landes. Das ist der größte Wahlkampfauftakt, den Österreich je gesehen hat. Liebe Freunde, ich möchte heute auch die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken. Meine Eltern haben sich nicht nur immer irrsinnig liebevoll um mich gekümmert, als ich ein Kind war, sondern sie haben vor allem auch mir einiges mitgegeben. Und sie waren mir in all den Jahren eigentlich auch immer die besten Vorbilder, die man sich wünschen kann. Es gibt ja einige, sogar manche Politiker, die glauben, als Lehrer, da ist man am Dienstagmittag schon mit der Arbeit fertig. Ich kann nur sagen, ich habe das bei meiner Mutter anders erlebt. Und wenn sie gerade nicht in der Schule war, dann gab es irgendeine Schularbeit oder Hausübung, die noch zu verbessern war. Und wenn sie nicht für andere Kinder in der Schule da war, dann hat sie sich für mich und manchmal auch um meinen Vater gekümmert. Und als meine Oma dann auch noch pflegebedürftig wurde, hat man von ihr nie ein Klagen gehört, sondern sie hat auch noch das geschafft und trotzdem immer die ganze Familie zusammengehalten. Und mein Vater? Und mein Vater, der hat mir gezeigt, dass es in einer schwierigen Situation das Richtige ist, nicht aufzugeben. Als ich Schüler war und er nach 30 Jahren bei der Firma Philips in der Situation war, dass Philips sich mehr und mehr aus Österreich zurückgezogen hat, ist er auf einmal mit all seinen Kollegen ohne Job dagestanden. Und es war für ihn, aber auch für uns alle, nicht nur eine extrem andere Situation, sondern auch eine extrem schwierige Situation. Und er hat danach ein Jahr gekämpft, sich mit über 50 noch einmal vollkommen neu orientiert
ist jetzt 67, arbeitet immer noch und sagt mir immer, der einzige Grund, dass er aufhört, ist, wenn es endlich irgendwann Enkelkinder gibt. Ich bin stolz, dass du es damals geschafft hast, weil ich weiß, wie schwierig das sein muss. Meine Eltern haben mir immer mitgegeben, dass man nichts geschenkt bekommt, sondern dass man sich anstrengen muss. Sie haben mir aber auch immer mitgegeben, dass wenn es schlecht läuft oder man unzufrieden ist, dann hilft kein Jammern, sondern dann muss man sich anstrengen, um die Dinge zu verändern. Und ich bin froh, dass ich das mitgegeben bekommen habe. Denn hätte ich das nicht von Kind auf gelernt, dann hätten mein Team und ich damals wahrscheinlich in der schwierigen Phase zu Beginn im Staatssekretariat aufgegeben, als wir einen eisigen Gegenwind gespürt haben, als die Medien größtenteils gegen uns geschrieben haben und uns kaum jemand eine Chance gegeben hat. Und liebe Freunde, ich möchte mich bei euch allen heute bedanken, dass ihr mir damals eine Chance gegeben habt, dass ihr an uns geglaubt habt und dass ihr mich auch getragen habt in einer Phase, in der es schlecht gelaufen ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn man so durch Österreich unterwegs ist, wie ich die letzten Monate es sein durfte, dann erlebt man aber leider Gottes, dass es nicht nur Menschen gibt, die Hoffnung und Glaube haben, sondern dass es auch viele Menschen gibt, die ihren Glauben verloren haben. Die ihren Glauben zum Beispiel an die Politik verloren haben, weil sie das gegenseitige Anpatzen satt haben und der Meinung sind, die Politik beschäftigt sich nur noch mit sich selbst und gar nicht mehr mit den Zielen, die sie verfolgen sollte. Man trifft aber auch Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich in Österreich irgendetwas verändert, weil sie immer wieder Politiker erleben, die beim kleinsten Gegenwind die Meinung ändern und sich so schnell drehen wie ein Windrad. Und ich habe Menschen erlebt, die zu Recht wütend sind, weil sie Probleme haben und es satt haben, dass die Probleme von der Politik nicht mehr angesprochen, sondern nur noch schön geredet werden. Ich habe all das in den letzten Wochen und Monaten erlebt, als ich quer durch Österreich unterwegs war. Aber all diesen Menschen können wir beweisen, dass echte Veränderung möglich ist, weil wir glauben an diese Veränderung, wir haben den Willen zur Veränderung und mit eurer Kraft bekommen wir am 15. Oktober auch die Stärke, die dieses Land zur Veränderung braucht. Liebe Freunde, wir alle kennen die Herausforderungen, die vor uns liegen. Es wird oft in Österreich so getan, als hätten die Menschen unbegründete Ängste, die sie sich einreden oder die ihnen irgendjemand einredet. Aber die Wahrheit ist, die meisten Menschen haben keine unbegründeten Ängste, sondern sie haben Sorgen, meistens sogar ganz konkrete Sorgen und meistens auch sehr berechtigte Sorgen. Und ich habe, als ich in den letzten Monaten viel unterwegs war, viele Menschen getroffen, die berechtigte Sorgen haben, die wir alle auch verstehen und nachvollziehen sollten. Ich habe zum Beispiel in Salzburg eine Bäuerin kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie mit ihrer knappen Pension fast nicht über die Runden kommt, obwohl sie ein Leben lang hart und sogar körperlich hart gearbeitet hat. Und sie versteht zu Recht nicht, warum ein Flüchtling die volle Mindestsicherung von Anfang an erhält. Ich habe in Tirol die Gastronomie und der Tourismus waren heute schon Thema. Ich habe in Tirol einen kleinen Hotelier kennengelernt, Besitzer eines kleinen Hotels, der mir gesagt hat, wenn die Steuerlast immer mehr wird, aber nicht nur das, sondern auch die Bürokratie und die Regulierungen immer mehr werden, dann findet er immer weniger Zeit, um das zu tun, was er eigentlich tun sollte, nämlich sich um seine Gäste zu kümmern.
Und er hat mir gesagt, für Große mag das möglich sein, aber er weiß nicht mehr, wie lange er das noch schafft. Und ich habe in Wien mit vielen Menschen gesprochen, die zu mir gesagt haben, dass sie überlegen, ob sie nicht umziehen sollten, weil sie sich mittlerweile in ihrer eigenen Gasse schon etwas fremd fühlen. Und wenn wir uns ehrlich sind, dann ist die häufigste Sorge, die ich gehört habe, dass Menschen zu mir gesagt haben, die größte Angst, die sie haben, ist eigentlich, dass nach der nächsten Wahl wieder alles so bleibt, wie es immer war und alles wieder so weitergeht wie in der Vergangenheit. Und liebe Freunde, ich glaube, das darf uns nicht verwundern, weil wenn wir uns ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass die Politik auf Bundesebene in den letzten Jahren an Kraft und auch an Mut verloren hat. Die Politik auf Bundesebene ist in vielen Fragen feig und in einigen auch schwach geworden. So feig, dass oft nicht der Mut da war, die wirklichen Probleme anzusprechen, und so schwach, dass wenn man sich etwas vorgenommen hat, man meistens wieder zurückgezuckelt ist, wenn es den ersten Gegenwind gegeben hat. Und wir können uns zu Recht die Frage stellen, wie sollen Menschen Vertrauen in Politiker haben, wenn sie den Eindruck haben, dass Veränderung nicht stattfindet. Und ich glaube, wir sollten alle so ehrlich sein und zugeben, dass es sicher nicht leicht ist. Und ich habe in den letzten 7 Jahren Regierung viele Erfahrungen sammeln dürfen und ich habe oft erlebt, dass es schwierig ist. Ich habe erlebt, wie es funktionieren kann und ich habe immer wieder auch erlebt, wie es nicht funktioniert. Ich habe viele Pläne gesehen, viele Programme gehört und auch viele Positionen präsentiert bekommen. Aber was wirklich zählt, und das weiß ich nach all den Jahren, das ist einzig und allein die Umsetzung. Als wir die Flüchtlingsroute damals geschlossen haben, als wir mit der Hilfe der Westbalkanstaaten die Flüchtlingsroute geschlossen haben und den Zustrom nach Österreich massiv reduziert haben, da war es nicht der Plan, der dazu geführt hat, dass weniger gekommen sind, sondern es war unser Wille, etwas zu verändern, es war die Entschlossenheit, die wir hatten und es war vor allem die Standhaftigkeit, als halb Europa auf uns eingeprügelt hat. Das ist es, worauf es ankommt. Und liebe Freunde, das gilt für den Wahlkampf. Die Programme, die liegen alle am Tisch. Viele haben gesagt, wo bleibt das Programm der Volkspartei? Auch unseres liegt am Tisch. Von allen Parteien wurden tausende Seiten produziert. Es wurden hunderte Ideen präsentiert und es wurden unzählige Vorschläge diskutiert. Und wenn wir uns ehrlich sind, dann sollten wir zugeben, es mangelt in Österreich sicher nicht an Programmen, an Ideen oder an Vorschlägen. Was aber in der Vergangenheit gefehlt hat, das ist die Kraft, der Mut und die Entschlossenheit, diese auch umzusetzen. Und liebe Freunde, das ist unser Angebot bei dieser Wahl an die Wählerinnen und Wähler am 15. Oktober. Und damit wir all das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen können, braucht es die richtigen Voraussetzungen. Es ist genauso wie in der Volkspartei. Erinnert euch 132 Tage zurück, als wir in der Volkspartei eine Veränderung vorgenommen haben. Was war das Erste, was wir versucht haben zu machen? Wir haben versucht, die richtigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich weiß, dass ich mit den 7 Bedingungen damals einigen viel abverlangt habe. Aber ich bin dankbar, dass ich die Unterstützung dafür bekommen habe. Und ich glaube, heute wissen wir, dass die notwendigen Rahmenbedingungen erst geschaffen werden mussten, um Aufbruch auch wirklich möglich zu machen. Und genauso,
liebe Freunde, genauso, genauso, liebe Freunde, ist es auch in der Republik. Erst wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass Österreich ordentlich regierbar ist, erst wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass unser Land wieder zurück an die Spitze geführt werden kann, können wir in diesem Land etwas verändern. Und wir haben daher auch für die Republik 7 ganz klare Vorstellungen, wie neues Regieren ausschauen kann und wie es gelingen kann, Österreich wieder zurück an die Spitze zu führen. Das beginnt erstens mit der Richtlinienkompetenz. Ein Bundeskanzler muss die Möglichkeit haben, zu führen und zu entscheiden. Wir haben heute einen Gast aus Deutschland hier. In Deutschland gibt es das. Der Bundeskanzler hat dort nicht nur die Letztverantwortung, sondern auch die Richtlinienkompetenz. Und Deutschland hat es damit weit gebracht. Weniger Schulden, weniger Arbeitslose und weniger Steuern. Ich bin überzeugt davon, wir können es auch, wenn wir klare Verhältnisse in unserem Land schaffen. Das ist es, was wir brauchen. Machen wir es wie die Deutschen. Zweitens, der Finanzminister weiß, wovon ich spreche. Wer langfristig mehr ausgibt, als er hat, der wird das Land gegen die Wand fahren. Wir wollen daher eine Schuldenbremse in der Verfassung. Wir wollen sicherstellen, dass eine Politik im Sinne der nächsten Generationen gemacht wird und dass jedes Jahr nicht mehr ausgegeben wird, als wir zur Verfügung haben. Es gibt andere Länder wie die Schweiz, die das haben und die bewiesen haben, dass es funktioniert. Und ich möchte auch dazu sagen, dazu gehört auch in Wahlkampfzeiten nicht schwach zu werden. Was wir die letzten Tage im Parlament erleben, das ist gefährlich für die Steuerzahler, das ist Misswirtschaft und damit gefährden wir die Budgetsituation in unserem Land. Ich bin dafür, dass vor einer Wahl, sobald der Neuwahlbeschluss gefasst ist, in einem Parlament nicht mehr budgetrelevante Beschlüsse gefasst werden dürfen. Wir wollen nicht, dass Politik auf dem Rücken der Steuerzahler gemacht wird. Drittens, wir wollen einen Staat, der die Verantwortung für seine Kinder und vor allem für alle Kinder wahrnimmt. Und nicht jeder wird so werden wie unser 11-jähriger Gast aus Tirol. Aber wir sollten gleichzeitig sicherstellen, dass kein Kind zurückgelassen wird. Wir wollen eine Bildungspflicht, die sicherstellt, dass jedes Kind... Dein Applaus! Und auch wenn das nicht für jeden möglich ist, aber wir wollen eine Bildungspflicht, die sicherstellt, dass kein Kind in unserem Land zurückgelassen wird. Wir wollen, dass jedes Kind beim Schuleintritt so gut Deutsch können muss, dass es auch dem Unterricht folgen kann. Und wir wollen, dass jedes Kind, wenn es die Schule verlässt, lesen, schreiben und rechnen kann. Nur dann gibt es echte Chancen in unserem Land. Viertens, wir wollen eine ordentliche Steuersenkung, damit den Menschen wieder mehr zum Leben bleibt. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo der Unterschied zwischen Brutto- und Nettogehalt so groß ist wie in Österreich. Der Installateur muss 10 Stunden arbeiten, um sich eine Stunde des Mechanikers leisten zu können. Und der Mechaniker muss 10 Stunden arbeiten, um sich eine Stunde des Installateurs leisten zu können. Wir müssen endlich die Steuerlast senken. Wir sollten wieder mehr für die fleißigen Menschen in unserem Land machen, damit der arbeiten geht, auch nicht der Dumme ist in Österreich. Fünftens,
Wir verlangen ein klares Bekenntnis zum Schutz unserer Sozialsysteme. Das beginnt beim Gesundheitssystem und endet beim Pensionssystem. Wir überweisen derzeit 300 Millionen Euro jedes Jahr an Familienbeihilfe ins Ausland. Wir haben Sozialleistungen für Zuwanderer ab dem ersten Tag und wir haben eine nicht treffsichere Mindestsicherung, vor allem hier in Wien. Wir müssen es sicherstellen, dass in diesem Land diese Ungerechtigkeiten beendet werden. Wir müssen die Fehlentwicklungen stoppen, damit wir unser Sozialsystem langfristig absichern können. Das ist neue Gerechtigkeit. Sechstens, wir brauchen einen Grundkonsens in unserem Land zur Zuwanderung. Wir dürfen in Österreich nicht mehr Menschen aufnehmen, als wir integrieren können. Und wir sollten vor allem lieber die Hilfe vor Ort ausbauen, als unbeschränkt Menschen in Mitteleuropa aufzunehmen. Was es braucht, ist den ordentlichen Schutz unserer Außengrenzen, damit wir die sind, die entscheiden, wer zu uns kommt und nicht die Schlepper. Und siebtens, liebe Freunde, es braucht ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union und auch den klaren Willen, die Europäische Union mitzugestalten. Die Volkspartei war, ist und wird auch immer die Europapartei dieses Landes sein. Und unser Ziel ist es, die Krisen, die es derzeit in der Europäischen Union gibt, zu überwinden und sicherzustellen, dass wir in einem starken Europa leben. In einem Europa der Subsidiarität, wo wir an Stärke gewinnen bei den großen Fragen und wo sich die Europäische Union zurücknimmt bei den kleinen Fragen, wo regional oder auf Ebene der Mitgliedstaaten besser entschieden werden kann. Denn von einem starken Europa, liebe Freunde, von einem starken Europa profitieren wir alle. Das sind die sieben Voraussetzungen, die es unserer Meinung nach für dieses Land braucht, damit es möglich ist, dass wir Österreich wieder zurück an die Spitze führen, damit es möglich ist, einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Stil zu pflegen und neue Chancen zu eröffnen. Und zwar nicht nur für einzelne wenige, sondern für uns alle in diesem Land. Liebe Freunde, ich will euch allen heute nichts vormachen. Wir haben, und wir alle wissen das, noch drei sehr, sehr intensive Wochen vor uns. Und wir sollten uns auch bewusst sein, dass die bewahrenden Kräfte in diesem Land alles versuchen werden, um den Menschen einzureden, dass Veränderung ohnehin nicht möglich ist. Es geht nicht, es kann nicht sein, es darf nicht sein und es soll auch nicht sein. Sie werden uns allen sagen, so viel Steuerentlastung, das ist nicht möglich. Aber die Wahrheit ist, wo ein Wille, da ein Weg. Sie werden uns auch allen sagen, Sozialsysteme schützen, das geht ja nicht. Aber wir wissen, wo ein Wille, da ein Weg. Und sie werden uns vor allem versuchen einzureden, die illegale Migration, die kann niemand stoppen. Die Schlepper, die Menschen, sie entscheiden einfach, Grenzen kann man nicht mehr ziehen im 21. Jahrhundert. Aber die Wahrheit ist, und wir haben das bewiesen, wo ein Wille, da ein Weg. Meine Bitte ist, liebe Freunde, hören wir nicht auf die Nörgler. Meine Bitte an euch ist, hören wir nicht auf die Nörgler. Hören wir nicht auf die Zweifler.
hören wir vor allem nicht auf die, die immer alles kritisieren, nur weil es von uns kommt, sondern nehmen wir alle Kraft zusammen und zeigen wir ihnen am 15. Oktober, was alles möglich ist, mit einem klaren Ergebnis für die Volkspartei. Liebe Freunde, der 15. Oktober ist eine Richtungsentscheidung. Der 15. Oktober ist eine Richtungsentscheidung und der 15. Oktober ist für uns die Chance, das alte System hinter uns zu lassen. Und damit wir das erreichen, habe ich heute eine ganz große Bitte an euch. Bitte, bitte vergesst die Umfragen. Es ist nicht relevant, wie wir heute, gestern oder vor zwei Wochen dagestanden sind. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis am 15. Oktober. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Ein einziger Tag, wo entschieden wird, wie es die nächsten Jahre in Österreich weitergeht. Und für jeden Einzelnen ist es nur ein kleines Kreuz. Aber für uns alle ist es die Chance auf echte Veränderung. Und ich bin nicht naiv. Ich weiß genau, dass heute einige hier sind, die sich nicht nur denken, sondern die auch sagen, wir gewinnen ja ohnehin. Wenn wir uns ehrlich sind, dann ist es ja schon gelaufen. Aber ich möchte diejenigen unter euch, die das sagen, schon fragen, was tun wir, wenn es am 15. Oktober dann doch anders ausgeht? Was tun wir, wenn die Entscheidung am 15. Oktober eine andere ist? Und was sagen wir vor allem all den Menschen, die den vollen Glauben in unsere Bewegung entwickelt haben und auf uns vertrauen? Wenn das stattfindet, dann würden wir uns wünschen, dass wir noch den einen Hausbesuch gemacht hätten, dass wir noch das eine Gespräch geführt hätten oder dass wir noch den einen Freund überzeugt hätten. Meine große Bitte an euch ist, liebe Freunde, nehmen wir alle Kraft, die wir haben und laufen wir die nächsten drei Wochen für unsere Bewegung. Denn eins kann ich euch heute schon versprechen, es wird verdammt schwierig. Und Elli Köstinger hat schon angesprochen, es gibt ein Match in Österreich. Und das heißt, alle gegen einen, alle gegen uns. Aber das Gute ist, noch haben wir es in der Hand. Noch haben wir drei Wochen Zeit, noch haben wir drei Wochen die Möglichkeit, viele Menschen für uns zu begeistern und zu überzeugen. Noch haben wir drei Wochen Zeit, um gegen die Lügen anzukämpfen, die über uns verbreitet werden. Und noch haben wir drei Wochen Zeit, um eins zu tun, nämlich laufen, laufen, laufen. Und liebe Freunde, ich sage es heute ganz ehrlich, ich brauche eure Unterstützung, um mit eurer Kraft dieses Land zu verändern. Und es geht für uns nicht nur darum, die Wahl am 15. Oktober zu gewinnen, sondern was wir wollen es schaffen, das Match für Österreich zurück an die Spitze zu gewinnen. Wir wollen gegen Arbeitslosigkeit gewinnen. Wir wollen den Kampf gegen die schlechte Ausbildung in Österreich gewinnen. Und wir wollen auch den Kampf gegen illegale Migration gewinnen. Liebe Freunde, gemeinsam mit euch möchte ich den Kampf für neue Gerechtigkeit gewinnen und ich möchte mit euch gemeinsam dieses Land zurück an die Spitze führen. Es ist Zeit, gehen wir es an. Idealism prevails. Make the world a better place.